Ah, hier ist er hier. So, nach langer Zeit bin ich mal wieder am Film. Ja, wie gesagt, ich habe nichts zu tun gehabt. Oder nichts zu tun hatte ich genug, aber nichts, was filmswert war. Und deswegen kam lange Zeit nichts von mir. Deswegen erstmal an alle ein gesundes neues Jahr. Und ich hoffe, für jeden war der Weihnachtsmann fleißig. Habt das bekommen, was ihr wolltet. Hattet ein paar ruhige Tage. Ich habe die Woche noch Urlaub. Es ist jetzt schon Donnerstag, also die Woche ist schon wieder rum. Ich habe jetzt jede Menge gemacht. Noch beim Nachbarn Holz gespalten. Will ich als am Samstag vielleicht sogar noch mal machen. Mal gucken. Mit meinem anderen Holzspalter, da habe ich den Zündschlüssel mal repariert. Und ja, geht ganz gut. Ich habe jetzt eben Holz gesägt. Das habe ich bei meiner Oma gemacht, haben wir ein, zwei Obstbäume weggetan oder weggeschnitten. Und da habe ich das jetzt mal schnell geschnitten für uns drüben. Gut, aber der Hänger soll TÜV kriegen. Der ist genauso dran wie mein Traktor. Aber meine lieben Schäfchen haben die Lampen kaputt gemacht. Deswegen ersetze ich die Lampen. Das ist das Schöne. Die habe ich schon hier. Das sind welche mit diesen Steckern dran. Das heißt, ich brauche hier nicht großartig mit der Elektrik rumfummeln. Ich brauche nur die zwei Schrauben abmachen. Steck das Ding dran, schraub das Ding, mach den Stecker wieder dran und fertig bin ich. Deswegen, das wird eine sehr schnelle Nummer hier. Was nicht so toll ist, und da will ich jetzt den Hersteller jetzt mal nicht so in die Kritik nehmen, was mir da nicht so gefällt. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich eine Lampe hole. Das ist ja nur Blech hier. Und wie ihr hier seht, haben sich hier die zwei Schrauben durchgearbeitet. Also man kann jetzt wirklich, wartet mal, gucken, ob ich es hinkriege. Ja, seht ihr. Also quasi der vordere Teil hat keinen Kontakt mehr zur Britsche oder die Ladefläche hat keinen Kontakt mehr zum Zugrohr. Da die zwei quasi hier drunter durchgearbeitet sind. Hier ist noch so ein Blechwinkel als Verstärkung. Bringt natürlich nichts, wenn hier nichts da ist. Ja, das will ich jetzt reparieren. Ich hoffe mal, dass die Schrauben. Dann muss mal gucken, wie ich die abkriege. Auf jeden Fall soll auf die komplette Länge. Mein guten Soundsfall wieder. Ich möchte jetzt quasi den Winkel hier nehmen. Ich möchte jetzt den Winkel hier nehmen, bohre hier die Löcher rein, da kommen die zwei rein und dann bohre ich links und rechts nochmal ein Loch rein, dass es auf die ganze Seite hier verstärkt ist. So, dann muss ich das noch ein Stück kürzen, das hier oben muss ich abschneiden. Aber als erstes kümmere ich mich hinten um die Lampen. Die Schrauben drehen sich mit, also abflexen.
So, es ist Freitag. Ich bin gerade in dem Keller unten bei uns. Und bin seit... Ja. So, besser. Also, bin jetzt im Keller unten und ich bin eigentlich seit Tagen da dran und repariere unsere Weidezäune. Sprich, Schafnetze. Das ist jetzt der... Oh, keine Ahnung. Ich glaube der 8 oder so. Also 3 Stück habe ich noch draußen liegen. Und ja, da gucke ich halt immer jetzt nach. Ein paar Pfosten musste ich schon reparieren. Und dann haben wir halt immer so, den habe ich schon mal repariert vor längerer Zeit. Dann bleiben halt immer hier die liebte Stellen. Finde jetzt gerade nichts. Ah, hier genau sowas. Da mache ich hier unten die Schnur neu. Oder halt sowas neu. Ja, mal so Kappen oder hier die Verbinderteile. Die müssen, bei denen müssten eigentlich mal alle gemacht werden. Die Spitzen biege ich nochmal zusammen und mache. Genau. Und dann werden die schön zusammengerollt, zusammengeschnürt und dann geht's ab auf den Boden, wo sie dann nächstes Jahr oder dieses Jahr dann wieder zum Einsatz kommen. Wie gesagt, wir haben jetzt 12 Stück an der Zahl mittlerweile. Und ja, da haben wir jetzt alle durchgeguckt. Also 3 liegen noch draußen, die mache ich dann noch. Einen nehme ich aber mit zu meinen Eltern. Jo, das ist so eine schöne Aufgabe. Der geht aber, der ist nicht so viel kaputt. Eins hatte ich, da war ein riesen Loch drin. Und der da draußen liegt. Gut, aber was ich noch zeigen möchte. 2 Sachen möchte ich euch noch zeigen, schnell. Beim Discounter gab es so eine schöne Box hier. Und in diese Box, die ist wasserdicht, hoffe ich zumindest, kommt meine komplette Weidezaunanlage rein. Passt auch richtig gut. Batterie rein, die habe ich schon aufgeladen. Muss ich dann nur noch anstöpseln, wenn es soweit ist. Weidegerät kommt hier rein. Ich werde dann noch einen Ein- und Ausschalter dran bauen, den ich dann von hier außen betätigen kann, dass ich nicht ständig den Deckel abmachen muss. Da kommt, genau, ich habe so Kippschalter noch, die kommen dann hier dran. Dann will ich hier nochmal den Pfosten noch mal ein bisschen umbauen, weil das ein bisschen blöder ist hier. Die muss ich einen anderen Pfosten dran bauen. Der erstens ein bisschen stabiler ist und dann ist man vielleicht auch mit dem Fuß in den Boden reinkriegt. Das macht, wird noch gemacht. Und das Schöne an dem Weidegerät ist, ich kann mit einer Solarplatte kann ich die Batterie laden. Die habe ich mir auch mal vor etlichen Jahren mal gekauft. Platte ist top. Im Sommer habe ich bis jetzt nur einmal die Batterie laden müssen von den Böcken. Dann hatte ich nämlich immer die dran und das lädt nämlich, ich glaube die hat so 20 Watt oder so. Und das Weidegerät an sich hat glaube ich nur 7 Watt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, aber ich glaube das hat nur 7 Watt. Also es ist nicht viel, was das verbraucht. Deswegen ist die Batterie immer schön geladen. Und hier ist der, ach genau, direkt den Anschluss dran. Hier. Da mache ich sie dran. Und somit habe ich quasi einen schönen. Weiß halt nicht, wie ich danach gucke. Das kommt hier oben drauf noch. Wird noch festgeschraubt, festgeklebt, weiß ich noch nicht. Und dann ist das gut. Wie gesagt, hier kommt dann auch der Schalter dran. Und das gab es, wie gesagt, für 10 Euro beim Discounter die Box. Ich werde mal gucken, ob ich mir noch eine andere hole für unser anderes Weidegerät. Und dann ist das einfach ist nicht schlecht. Dann stehen erstmal die Batterien nicht ständig im Dreck. Die Dinger sind nicht andauernd im Regen und alles. Wir machen zwar immer einen Eimer drüber oder irgendeine andere Kiste. Aber trotzdem blöd. Die Dinger sind verbleichen immer. Dann wollte ich noch erzählen, was es mit diesen Kästchen auf sich hatte. Das habe ich euch das letzte Mal nicht so ganz erklärt. Habe ich beim Schneiden erstmal mitgekriegt. Also nochmal an sich, das Teil ist ein sogenannter Aktivator, ein Refresher. Das Teil erzeugt quasi einen Impuls, eine Frequenz, mit dem
die Platten, diese Bleiplatten da drinnen gereinigt werden. Bei dem Prozess entsteht nämlich Schwefel, oh, ich habe es gelesen, Schwefeldioxid oder irgendwas, also irgendeine Schicht. Das passiert dann quasi bei immer ein Laden und Entladen. Und das blockiert quasi die Oberfläche oder macht die Oberfläche, verschließt die Oberfläche so rum. Und dann kann die keine Ladung mehr aufnehmen, diese Platten. Und dieses Teil hier zerstört diese Oberfläche quasi. Deswegen habe ich das dran gebaut. Wie ihr seht, das sind jetzt quasi Batterien von so einem E-Scooter, also hier so ein Krankenfahrstuhl, sag ich mal. Und die waren halt komplett runter. Die hatten, ich glaube, die eine hatte nur 6 Volt und die eine hat nur 10 Volt gehabt. Und ich habe die jetzt schon ein paar Wochen dran. Und mittlerweile ist, also die Kapazität muss ich nochmal messen bei denen. Die Kapazitäten muss ich nochmal messen, da muss ich mir aber erstmal so ein Teil besorgen. Aber sie laden auf jeden Fall wieder. Das ist nämlich der Vorteil, wenn nämlich so eine Batterie unter 6 Volt fällt, lädt die oder laden die nicht mehr. Und deswegen habe ich dann erstmal eine andere Batterie, eine ordentliche Batterie oder eine ganze Batterie dazwischen geschaltet. Quasi wie hier jetzt auch. Ich habe quasi erst die repariert und jetzt ist die dran. Somit habe ich quasi das jetzt hier dran geschlossen, das Ladegerät dran geschlossen und habe quasi in parallel, im Parallelen die andere Batterie parallel geschaltet, dass das quasi auf die 12 Volt kommt, damit das geladen wird. Weil, wie gesagt, also wenn ihr das mal probieren würdet, eine kaputte Batterie, die abgefallen ist, also 6 Volt sage ich mal, oder nur 10 Volt gefallen ist, da zeigt das Ladegerät einen Fehler an und lädt die nicht. Deswegen muss man erstmal eine dazwischen schalten, dass die wieder geladen wird. Und ich muss sagen, das funktioniert. Also ich habe die Batterie, die da drin war, habe ich repariert. Ich habe eine große, eine 110 Ampere habe ich repariert damit. Und jetzt sind die zwei halt dran. Das dauert zwar ein paar Tage, ein paar Wochen. Sag mal, die Dinger fressen nicht viel Strom, also die Ladegeräte. Man muss auch mal immer wieder mal abmachen, wieder dran machen. Aber dann funktioniert das. Wie gesagt, jetzt sind die dran, weil die sind jetzt erstmal für mich nicht allzu wichtig. Die anderen waren wichtiger, weil das hier für unsere unsere Weidezäune sind. Und deswegen. Aber da würde ich euch gerne mal auf dem Laufenden halten, noch, wie das so funktioniert. Ja, Ohrmarken habe ich jetzt bestellt. Da sind die Schafe demnächst auch dran und wir gehen dann auch gleich mal raus an den Anhänger. Also ich mache jetzt den Zaun hier fertig. So, in der Werkstatt angekommen. Ich bin schon ein Weilchen hier. Ich habe noch eine Plane abgemacht und habe noch ein bisschen was nebenbei, noch ein bisschen ein paar Sachen gemacht. Eine Sache möchte ich euch noch mal schnell zeigen, weil ich möchte gerne an meinem Frontlader noch mal eine Verbesserung vornehmen. Da ich das ja mit diesem blöden Bautenzug nicht hinkriege, habe ich jetzt beschlossen. Ich besorge einen neuen. Das heißt, ich habe mir jetzt quasi ein neues Ventil besorgt mit auch dreimal doppelwirkend und quasi einmal mit Kniehebel, mit Kreuzhebel und einmal normal. Den werde ich aber noch rumdrehen, dass der dann so quasi in der Kabine ist. Und da werde ich quasi die ganzen Anschlüsse werde ich dann verlängern oder beziehungsweise 1-2 neu machen. Und dann sollte das hoffentlich gehen. In der Baumbauphase werde ich auch gleich noch was machen. Die ganzen Leitungen oder das Ding wird noch angeschweißt, habe ich ja schon mal erzählt, dass das Teil hier ab muss, nochmal neu muss. Das soll mehr nach hinten. Dass ich mehr nach diesem Kippwinkel mehr habe. Genau. Und hier kommt mal eigentlich der Schlauchschutz dran, dass das Ding ab kann. Und ich möchte gerne die Zylinder drehen. Da muss ich aber mal gucken, ob es funktioniert. Ob ich mit dem Ding hier dran vorbeikomme. Beziehungsweise möchte quasi, dass der feste Teil oben dran ist und der bewegliche unten dran ist.
Da muss ich aber erstmal gucken, ob die alles so passt, wie ich mir das vorstelle. Das, warum mache ich das? Damit hier die Kabel wegkommen, also die ganzen Schläuche wegkommen. Alles, was am Traktor dran ist, soll quasi am Frontlader dran. Da kommt dann quasi hier eine neue Leitung dran. So dran, und dann kommt nämlich der Lader auch mit einem Steckverbinder da dran. Genau. Das zudem. Weiterer Umbaupunkt wird sein, dass ich quasi die Kupplung drehe. Das heißt, ich mache die Stecker hier dran und die Buchsen da dran. Hat den Vorteil, wenn man jetzt kann ja hier oben Wasser eindringen, weil ja die Klappe nicht drauf ist. Und das ist ja alles nicht hundertprozentig dicht. Deswegen sollen die getauscht werden, dass das Wasser quasi ordentlich abfließen kann oder gar nicht erst dahin kommt. Genau. Und so, das wird dann quasi. Der kommt dann quasi alles hier ran. Das wird alles verlängert. Und das Stückchen hier. Das kommt alles ab. Das kommt vielleicht im Multicar verbaut. Mal schauen. Und dann werde ich nochmal sehen, dass ich die Leitung nochmal ein, zwei ein bisschen umbaue. Oder was schöner. Da muss ich nochmal gucken. Genau, das wird umgebaut. Da kommen die ganzen Schläuche ab noch. Mensch, die Spatzen sind aber laut heute. Gut. Und der Rest bleibt ja so. Damit bin ich ja hundertprozentig zufrieden mit dem Rest. Genau. Das ist dann so der große Umbau. Ja, Multicar-mäßig. Da ist er in seiner, naja, Pracht will ich nicht sagen. Ich habe heute bekommen, ich habe mir mal Anschlüsse besorgt, also die Bordwandverschlüsse. Da sind die jetzt gekommen. Das sind hier drei gebrauchte und dann zwei hatte ich selber noch. Und da werde ich mir die vier besten raussuchen. Farbe ist heute gekommen. Das will ich mit diesen, ja, also das ist schwarz, zweimal schwarz, das ist fürs Fahrgestell. Flasche Abbeizer habe ich mir besorgt. Und Rostschutzöl, dieses Obadrolöl. Das ist eigentlich ganz gut. Habe ich einen Test gesehen bei YouTube. Da war der eigentlich sehr zufrieden damit. Und das kann man auch mischen mit Farbe. Das ist zwar schon mit Rostschutz drinnen, allen drum und dran. Aber ich werde quasi erstmal einmal oder zweimal mit denen vorstreichen. Also erstmal entlacken, vorstreichen, dann mit schwarzer Farbe drauf. Oder zweimal schwarz. Zweimal damit, zweimal damit. Und dann ist der hoffentlich erstmal einsatzfähig. Und dann die Ecken wird dann alles mit Unterbodenschutz nochmal versiegelt. Die ganzen schlimmen Ecken. Genau, aber das, mal gucken, wann es losgeht. So, das Spielzeug hier möchte ich gerne der Harzer Bikeschmiede vermachen. Die habe ich jetzt angeschrieben und habe denen das gezeigt und die hätten da Interesse dran. Und ich werde es jetzt noch ein bisschen aufhübschen, noch ein, zwei Sachen dran machen, dass das funktionsfähig ist. Und gibt noch die ganzen Teile dazu, die ich noch da habe. Und dann wollen die das ausstellen. Weil ich brauch's nicht, der Klinde will's nicht, oder der Klinde fährt zwar gerne damit, aber ihr habt schon gesehen, das Ding fährt arschlangsam. Und ich habe jetzt auch keine Zeit und kann eigentlich nicht wirklich Zeit, mich darum zu kümmern. Und es ist mir eigentlich viel zu schade, dass es hier bei mir rumsteht. Das gehört wirklich mal irgendwo hin, wo es sich jeder dran erfreuen kann. Das sind die Jungs von der Harzer Bikeschmiede, glaube ich, genau die richtigen. Aber da mache ich nochmal ein extra Video für. So, dann für einen Kumpel ein kleines Projekt. Ich habe es schon mal vorgestellt. Möchte gern das Schiebeschild hier umgebaut haben. Und zwar auf Koppeldreieck. Er baut sich ja gerade einen Intrag, einen Deutz-Intrag, aber fragt mich jetzt nicht welchen. Ich glaube 2003er oder ein 4er. Ich weiß jetzt nicht genau. Kenne mich da nicht so gut aus. Aber auf jeden Fall einen schönen Intrag baut er sich gerade auf. Und der hat natürlich Koppeldreieck. Vorne und hinten, ich glaube, nee, nur vorne. Und da möchte er gerne dieses Schiebeschild dran bauen. Und da hat er mir jetzt das Material alles gegeben, das Kuppeldreieck, das Schiebeschild. Und folgendermaßen wird es sein,
das soll verstellbar werden. Das heißt, der Oberlenker hier, das, den Galgen, den bahre ich hier oben ab, da und da. Der kommt dann mit dem Teil da rein, dass das hier schon mal gelenkbar ist. Und diese Unterlenker, die kommen ab. Den drehe ich. Ach nee, halt, kann ich nicht drehen. Ich muss das so beibehalten, aber ich muss das schmaler machen, weil ich den Träger muss ich drehen, damit ich dann das Teil dann damit dran schweißen kann, dass ich das drehen können. Da kommt aber nur einer dran oder beide, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir es machen wollten. Ja, auf jeden Fall, das wird jetzt nochmal demnächst gebaut, oder das will ich jetzt erstmal alles auseinandernehmen, das auseinanderflexen und dann mal gucken. Ich denke mal, morgen fange ich dann an mit Schweißen. Deswegen sehen wir uns dann morgen wieder. Mein Akku ist nämlich auch gleich leer. Bis dann. Samstag. So, ich bin wieder bei mir. Und ich wollte euch eigentlich gestern nochmal zeigen, den Anhänger. Habe es aber nicht mehr geschafft. Also, ich habe jetzt hier den Winkel drin. Das ist jetzt auch richtig top. Hier habe ich dann Gewinde reingeschnitten, weil hier hätte ich keine Mutter drauf gekriegt. Und habe dann die überschüssige Schraube abgeschnitten. Das ist super stabil. Und das dürfte jetzt auch ein bisschen besser halten als das davor. Ja, neun Lampen sind drin. Top. Dann ist der fertig zum TÜV. Und den nehme ich dann mit, wenn ich dann beim Traktor mache. Ja, Holzspalter seht ihr. Den habe ich beim Nachbarn gehabt. Am Holz gespalten. Der soll auch nochmal aufgehübscht werden. Auch noch mal ein paar Sachen dran zu machen. Das zeige ich euch da mal in einem extra Video. Und heute wollen wir, wie ihr seht, da liegt die Plane schon, mein Zelt für die Schafe neu machen. Und zwar hatte ich da so Gewebeplane drauf, also wie hier das. Und die ist nach 3 Wochen, war die runter. Also, sowas hält nicht, kannst du vergessen. Mal irgendwas abdecken, schnell immer, aber jetzt dauerhaft, kannst du vergessen. Hier drunter ist mein Heuballen. Ja, deswegen stehen die Kameraden schon da, weil sie Heu wollen. Habe ich eingepackt, dass ich den hier schön trocken abliegen kann. Ja, der muss auch noch zum TÜV. Da muss ich aber noch gucken, da sind noch ein paar Buchsen zu machen. Da muss ich noch mal gucken, muss ich bestellen. Gut, ich mache jetzt erstmal die Plane fertig und dann hole ich euch wieder. So, schon ein bisschen später Nachmittag. Wir sind jetzt fertig mit unserem, ja, sag mal, Unterstand für die Schafe. Der Plan hat doch nicht so gereicht, wie ich es mir gehofft hatte. Aber egal. Sie haben auf jeden Fall jetzt wieder ein Dach über dem Kopf. Und also, Plan hat soweit gereicht für den Unterstand. Ich hätte mir eher gewünscht, wenn die Seite noch zu wäre. Aber naja. Die eine Seite vorne, die Seite, die will ich noch mal abhängen vielleicht. Da muss man schauen. Wenn es nur halb hoch ist, wird es mir auch schon reichen. Auf der anderen Seite habe ich die Alublätter hingelegt und meinen Anhänger hingestellt. Und ja, so soll das reichen. Jo. So, ich will jetzt noch zu meinen Nachbarn. Oder er kommt zu mir. Dann wollen wir noch ein bisschen Holz spalten. Also bei ihm drüben. Bisschen Fichte, aber dann wird es für die Kamera leider zu dunkel. Deswegen würde ich mich für dieses Video auch schon mal wieder verabschieden. Wir würden uns nächste Woche wieder sehen. Kommt eine kleine Sondersendung dazwischen, weil ich am Montag in Erfurt bei der Demo mit bin. Da will ich mal Kamera mitnehmen. Und ja, dann sehen wir uns dann nächste Woche zweimal wahrscheinlich. Dann geht es dann nämlich so voran mit den Schiebeschütt weiter. Und noch ein, zwei anderen Projekten, wenn ich die Zeit habe. Gut, bis dahin, macht's gut. Ciao.